Eine lustige Situation war, da war eine Frau, die saß so ganz alleine an so einem Tisch. Und dann lief irgendwann so ein Mann vorbei, guckte sie an und sagte, ja, hör mal, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin, ja, wenn ich jetzt einer so dieser Typen wäre, die jetzt privat einfach mal so irgendwelche Frauen ansprechen würden, sich das so trauen würden, da würde ich dir sagen, dass ich dich irgendwie interessant finde und voll gerne mal mit dir einen Kaffee trinken gehen würde. Und dann meinte sie so, ach ja, krass, ja, wenn ich irgendwie so eine Frau wäre, die sich einfach tagsüber von wildfremden Typen anquatschen lassen würde, da würde ich sagen, ach, warum nicht? Du siehst ja ganz nett aus. Und dann meinte er so, ja, schade, dass wir nicht solche Leute sind. Dann dachte ich, geil, passiv-aggressives Flirten, das ist ein ganz neues Level irgendwie. Gescheiterte Chance, was will man machen? So, jedenfalls habe ich so ein paar meiner Lieblingsszenen mal versucht, ein bisschen zu verschriftlichen. Dementsprechend folgende Rubrik: cremige Dialoge im Café. Szene 1. Am Nebentisch hat ein Pärchen scheinbar sein erstes Date. Der übliche Smalltalk, Beruf, Hobbys, gemeinsame Freunde, Musikgeschmack, dann kurze Schweigen. Sie: Viele sagen, ich sei voll die Verrückte. Er: Sie, ich habe letzte Woche meine Diät gemacht und keinen Zucker gegessen. Am dritten Tag bin ich nachts aufgewacht, zum Kühlschrank gegangen, habe zwei Schokoriegel genascht. Richtige Orgie. Meine Freunde sagen immer, Saskia, du bist so unberechenbar. Er, einfach nur crazy. Sie, naja, ich würde sagen, ein liebes, ausgeflipptes Mädel mit vielen liebenswerten Macken. Er, Sie, manchmal sortiere ich meine Kleidung nach Farbe oder zähle beim Treppengehen die Stufen. Fast schon eine Zwangsstörung. Ich glaube, ich bin genau wie Monk. Er, ich fürchte, du bist leider genau wie du. Sie, hä? Typ steht auf und geht. Hätte ich jetzt auch gemacht. Szene 2. Dortmund, Eiscafé, Gespräch eines Pärchens am Nachbartisch. Sie, schau mal das Schild. Da steht, wir haben einander Waffel. Er, sehe ich. Sie, einfach herrlich, muss einem erstmal einfallen. Er, Sie, verstehst du eh wieder nicht. Er, find's nicht lustig. Sie, das ist doch ein Eiscafé. Und wie wird Eis serviert? Na, im Hörnchen. Und das besteht aus richtig einer Waffel. Er, jo. Sie, ist doch voll selbstironisch. Muss man sich als Geschäft erstmal trauen. Die sagen damit ja, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sind. Er, weil sie Eis und Waffeln verkaufen? Sie, geht doch ums Wortspiel. Also, ich finde das super witzig. Ja, ich glaube, ich habe dich nie geliebt. Eine kleine Backstube in Wuppertal. Zwei Damen, beide ca. 60, stehen hinter dem Tresen und belegen Brötchen. Ich, guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee zum Mitnehmen. Verkäuferin, das geht leider nicht. Wir haben neue Pfandbecher, die werden erst morgen geliefert. Ich, aber die stehen noch hinter Ihnen im Regal. Verkäuferin, das sind die pinken. Die für Herren sind aus. Ich nehme auch pink. Verkäuferin, ich wirklich. Verkäuferin, die sind schon sehr feminin. Ich meine, sie tragen ja Bart und so. Ich bin der Mensch der Kontraste. Die Dame füllt den Becher mit frisch gebrühtem Kaffee, reicht ihn mir missmutig über den Tresen, ihr Blick noch immer skeptisch. Ich, sehen Sie, sieht doch hübsch aus. Verkäuferin, och, wo Sie recht haben. Schau mal, Silke, der Mann hat den pinken Becher. Verkäuferin 2 steht ihm ganz ausgezeichnet. Kundin hinter mir, kann er wirklich tragen? Hätte ich auch nicht gedacht. Ich, vielen Dank, die Damen. Verkäuferin 1, ist ja eh albern mit diesen Geschlechterklischees. Wir leben ja nicht mehr in den 60ern. Na dann mal guten Durst. Ich, tschüss. Verkäuferin 2, leise im Hintergrund. Ach, einfach nett, diese Schwulen.